Berlin, die Vertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund, unweit des Brandenburger Tores. Zu intensiven Gesprächen kamen die Integrationsbeauftragten der ostdeutschen Bundesländer, also Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen. Für den Gastgeber MV war auch die zuständige Ministerin Stefanie Drese dabei. Alle Bundesländer eint eines: im Vergleich zum Westen deutlich geringere Zahlen an Menschen mit Migrationshintergrund. Unter 5% im Osten, gut 12% im Westen. Also es ist so, dass wir ganz andere Zahlen an Migrantinnen und Migranten haben, eher niedrigere Zahlen, aber bei uns dadurch die Frage der Akzeptanz in der Gesellschaft noch eine ganz andere ist. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wir die erste und zweite Generation gleich gut integrieren, um nicht Fehler aus westdeutschen Großstädten zu wiederholen. Wir sehen, dass bei der zweiten Generation Schulbildung, Ausbildung, Studium sehr gut angenommen werden, aber die erste Generation, die zu uns herkommt, da müssen wir noch viel mehr in Sprache und Ausbildung Kraft investieren und wollen eben untereinander absprechen, wie sich auch ostdeutsche Integrationsbeauftragten da unterstützen können. Die Integrationsbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2 Jahren Dagmar Kaselitz. Sie hat vorgeschlagen, zu dem Treffen der Integrationsbeauftragten auch Vertreter von Migrantenorganisationen einzuladen. Seit dem vergangenen Jahr haben diese Organisationen in den ostdeutschen Ländern einen eigenen Dachverband, DAM Ost, die Kurzform. 270 Vereine und Initiativen sind hier vereint. Also ich glaube, das ist eine der Erfolgsgeschichten meiner letzten 2 Jahre, die ich hier gearbeitet habe in dem Bereich, dass ich einen sehr engen Kontakt zu den Migrantenorganisationen aufbauen konnte, dass ich gemerkt habe, dass es ganz wichtige Arbeitspartner für mich sind. Und in dieser Rolle habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt. Ich bin dort gut aufgenommen worden und sie helfen mir wirklich, viele Dinge zu verstehen, die wir nicht verstehen können, weil wir das nicht erlebt haben, was Migranten erlebt haben. Und da ist es ganz egal, ob Migranten, die schon ganz, ganz viele Jahre in Mecklenburg-Vorpommern leben oder die, die eben gerade erst seit 2015 mit einer Fluchtgeschichte hierher gekommen sind. Und ganz klar, die Migranten wünschen sich eine stärkere Partizipation in allen Lebensbereichen. Eine Idee: es könnten aus den Migrantenorganisationen heraus Antidiskriminierungsbeauftragte ausgebildet werden. Auch ein Wahlrecht für Migranten, die schon länger in Deutschland leben, aber noch keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, ist klares Ziel von DAM Ost. Dafür wird um die Unterstützung der Integrationsbeauftragten geworben. Viele, ich kann sagen 90% von Migranten, die bewerten dieses demokratische System sehr, sehr gut, weil die sind ursprünglich von bestimmten Ländern, wo das System von Beteiligung von ziviler Gesellschaft ist undenkbar. Und hier die Werte, die Praktizierung von diesem System. Und deswegen die Partei, die haben nicht zu verlieren. Nur Parteien, die Probleme haben von Bewahrung von Menschenrecht, von Würde des Menschen, Parteien, die mit Problemen für Bekämpfung von Rassismus, von Gleichheit, von Natur der Menschheit, denn Parteien, die haben Probleme, diese Möglichkeit in Wege zu bringen, aber alle anderen Parteien, die sich als Demokrat identifizieren. Obwohl tatsächlich von 10,6 Millionen Muslimen in Deutschland lediglich 600.000 im östlichen Teil des Landes leben, gibt es derzeit in Schwerin und Rostock große Vorbehalte zum Bau einer Moschee für die Ausübung der Religion. Ähnliche Erfahrungen haben auch die Integrationsbeauftragten der anderen Bundesländer gemacht. Also zunächst mal gilt auch da, es gibt wenig Erfahrung in den ostdeutschen Bundesländern. Die Migration, die es schon lange gegeben hat bei uns, ist im Wesentlichen eben keine muslimische Migration, sondern im Wesentlichen beispielsweise aus Vietnam oder aus den osteuropäischen Ländern und jetzt insgesamt aus der EU. Und deshalb ist die Erfahrung mit einer doch recht großen Zahl von Muslimen neu. Und deswegen, glaube ich, sind wir gut beraten, einfach sehr viel zu reden, zu kommunizieren, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, um damit auch an den Punkt zu kommen, dass Muslime nicht mehr als etwas ganz Fremdes wahrgenommen werden, sondern sich eben auch einfach im Alltagsleben durch die Begegnung zeigt, Muslime sind auch nur Menschen. Und das ist die wichtigste Voraussetzung. Ansonsten gilt es auch klar und deutlich zu sagen, Religionsausübung, freie Religionsausübung ist durch das Grundgesetz geschützt.
Und Religionsgemeinschaften haben auch das Recht, ihre Religion auszuüben. Und auch da gilt sozusagen klare Kante auch für die Umsetzung des Grundgesetzes. Im Verlauf des Treffens wurde klar, so ähnlich auch die Situation in den 5 Bundesländern sind, so unterschiedlich sind die Arbeitsbedingungen für die Integrationsbeauftragten. Im weiteren Verlauf der Diskussion rückten konkrete Themen in den Vordergrund, wie die Durchsetzung der Schulpflicht oder die Integration, speziell von Frauen mit Migrationshintergrund. Es gibt nicht nur Forderungen an die Politik und die Gesellschaft, sondern natürlich auch klare Forderungen an die Migranten im Land. Wir haben an Migranten, die bei uns leben, keine anderen Anforderungen als an alle anderen deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger bei uns im Land. Jeder muss sich an Gesetze halten, jeder muss der Schulpflicht nachkommen, jeder muss auf Arbeit gehen, zusehen, dass er für seinen Lebensunterhalt auch irgendwann selber sorgen kann. Das sind alles Wünsche und Forderungen, die wir an jeden mit uns lebenden Menschen haben. Und hier muss man einfach gucken, dass Migrantinnen und Migranten noch eine besondere Herausforderung darstellen, weil sie eben oft Sprachbarrieren haben, weil sie mit der Kultur, die sie hier gefunden haben, sich nicht so leicht anfreunden können. Und es sollte jeder auch mal gucken, ob er die Rechte und Pflichten, die im Grundgesetz verankert sind, selbst denn überhaupt erfüllt und was wir dann von den Migranten verlangen. Ein sehr konstruktives Treffen in Berlin, bei dem wieder klar wurde, Integration ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Auch die Expertenmeinung des Dachverbandes der Migrantenorganisationen soll dabei auch in Zukunft Wert gelegt werden.